Meinst du, hier gibt es eine Alarmanlage? Suchen wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen. Sieh dir die Einfahrt an. Coole Skateboardrampe, was? Ich bin mir sicher, dass die Vordertür verschlossen ist. Siehst du? Was habe ich gesagt? Den Versuch war es wert. Okay, gehen wir hinten rum, ja? Hey, Nathan, ja, ein offenes Fenster. Ach ja. Hier, mir nach. Okay, gib mir deine Hand. Okay, gut gemacht. Komm, Nathan. Oh. Gruselig. Ja. Ja, hier. Ich hab noch einen. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Magazinen, Aufzeichnungen aller Art. Okay? Hier drin ist nichts. Nein. Hier unter dem Dach ist es nicht. Die Küsten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Ja, das geht. Ab nach unten. Und wie finden wir sie? Was? Mams Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Wir hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Na bitte, weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt?
Nein, das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Weiter. War das dein Haus? Hey, erinnern dich die Kisten an etwas? An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Yep, immer schön arschig. Hey Sam? Nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Ah, sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Was zum Teufel? Das ist so eine Art Sarkophag. Ja. Sieh dich um. Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophage. Sam. Die sind echt. Was ist das hier? Tja. Finden wir es heraus. Das ist römisch. Drittes, vielleicht viertes Jahrhundert. Hey, erkennst du das? Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegende Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Irgendwie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Ja. Das ist ein verdammtes Museum hier. Gibt es auch einen Dinosaurier-Trakt? Gut möglich. Kanopen. Cool. Hey, tu mir einen Gefallen. Wenn ich sterbe, begrabe mich in so ein. Klar. Mit Mumifizieren und deine Organe im Glas aufbewahren? Hab's mir überlegt. Lieber nicht. Hier ist noch eins. Nein. Ich glaube, es ist ein antiker mesopotamischer Waschbrocken.
Ich bin ein Scherzkeks. Schon immer. Nathan, sieh mal her. Der bin ich. Hm? Dr. Livingston, komm. Nicht schlecht. Was gebe ich für so eine Einladung? Hey, sieh mal! Ave Caesar! Das habe ich gelesen. Ach ja? Ist das so? Es ist irgendwie unglaublich. Es geht um die erste Frau aus dem Westen in Lhasa. Wo soll es hingehen? Hä? Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall? Überall. Hm, na gut. Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Aber den roten Platz will ich mal sehen. Auf ein neues. England. Windsor Castle. Das wäre cool. Nicht wahr, Sam? Hey, sieh mich nicht so an. Nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Viele erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Fruchtbarkeitstotems. Hey, bist du nicht etwas zu jung für so etwas? Bist du nicht etwas zu alt für diesen Witz? Man ist nie zu alt. Wow. Dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Keine Kunst. Mann, die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja. Das letzte Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Hey, sieh dir diesen krassen Dämonenhelm an. Ist das ein Wikingerhelm? Komm, du weißt doch, dass Wikingerhelme keine Hörner haben. Der ist persisch. Ah, sorry. Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Das wäre was, oder? Wow, Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Hat aber nie geklappt.
Eine Turnierrüstung. Französisch. Hey, leuchte mit deiner Lampe vielleicht nicht so viel gegen die Fenster. Ein Drachengong. Sieht nach Südostasien aus. So ganz allein. Sieh dir das mal an. Kompass, Sonnenuhr. Stell dir vor, du wärst in Seenot. Und nur diese Instrumente entscheiden über Tod oder Rettung. Cool. Etwas Leben in der Bude. Seit wann magst du klassische Musik? Hallo, ich bin ein Mann mit vielen Facetten. Ist das ein Brief? Was davon übrig ist. Jemand wollte ihre Sachen kaufen. Sie haben wohl abgelehnt. Das Geld brauchen sie ja nicht. Ich würde mich von dem Zeug auch nicht trennen. Das Wappen? Reifenblätter sind, warte, nicht sagen, Tokugawa. Ja, das stimmt. Okay, ich glaube nicht, dass Moms Tagebücher hier sind. Geh nach oben. Verdammt. Aufzeichnungen über alles und jeden, aber keine von Mom. Das Haus ist groß. Nicht aufgeben. Oh, wow. Sie kannten Amelia Earhart. Echt jetzt? Mann, die kannten alle coolen Leute.
Verschlossen. Mams Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. Hey, der Lüftungsschacht, da oben. Oh ja, so kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht wir, du. Was? Ich komm nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaffe ich das? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Hier, sieh dir das an. Können wir? Oh, ups. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Verlier's nicht. Hier oben. Nicht runterfallen. Okay, bin drin. Willst du die Tür öffnen? Warte. Von hier ist sie auch verriegelt. Immer noch da ein Schlüssel ist. Codein. Ein Haufen Schmerzmittel?
Hab ihn. Gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Echt traurig. Zeichnungen zuhauf. Mal sehen, was wir finden. Nein. Sam. Hast du da was? Das sind sie. Reichtümer des Paradieses? Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehm die Hände hoch. Langsam. Hey, hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Okay. Tut mir leid, Nathan. Und was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das...
Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Ich hätte euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß, vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Ja, also, sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Alles okay? Oh, heilige Scheiße. Nein. Hey. Hey. Sam? Ma'am? Hier ist die Polizei. Okay. Warte, wir müssen doch was tun. Ja, wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Oh, Scheiße. Fenster, Fenster, komm! Okay, Sie sehen oben nach. Sie, komm mit mir. Mist.
Da sind sie! Hab dich! Lauf jetzt los, Nathan! Ihr macht doch alles gut und schlimmer! Steig auf, los, komm! Los, halt dich fest! Oh, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Hä? Was für eine Nacht, hä? Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die war krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan, vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das, Moms unvollendete Arbeit, das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker, Abenteurer, hauptsächlich Diebe. Au! Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren... Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber das war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh, na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das?
Nate kann's dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Rafe hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Aber warte, du meinst... Die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine... Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich's fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Wir wollen also zur Nordseite der Insel. Ja, New Devon, die Heimat der Gründer von Libertalia. Und dort bringt Rafe deinen Bruder hin. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden.